Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einem weiteren Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim. And for the English viewers, which I don't have, hello friends and welcome to the next part of Skyrim. Scheiße. Mist. Dreck. Mann, warum klappt das nie, wenn ich's will? Englisch klappt nicht, wenn man's gezwungen macht. Hello friends and welcome at your here. Heißt das at your Krangus? Würde es im Englisch heißen at your Krangus and the next part of Skyrim? Müsste so heißen at your. Ich weiß es nicht. Ich wollte das eigentlich. Mir ist das so spontan eingefallen. Diese Scheiße, jetzt einfach mal die Moderation nochmal auf Englisch zu machen. Ich weiß nicht warum. Hat einfach mal Lust drauf. Und, ich habe erst überlegt, ob ich das so in übertriebenen. Es gibt ja dieses übertriebene britische Englisch. Would you like a cup of tea, please? Also solches. Die Briten bei den Briten. Ich finde das eigentlich das geilste Englisch, was es gibt. Dieses britische, dieses. Hochgepushte, keine Ahnung. Nerunes Dagon ist der dädrische Prinz der Zerstörung, der Revolution und des Ehrgeizes. Er trägt die Schuld an der Oblivion-Krise, weil er versuchte, Tamriel kaputt zu machen. Nerunes Dagon, ja, das ist der Spoiler-Alarm. Falls ihr Oblivion noch spielen wollt und es noch nicht zu Ende gespielt habt, bitte jetzt circa 10 Sekunden vorspulen. Das ist der Endgegner in Oblivion, Nerunes Dagon. Aber das sollte eigentlich bekannt sein, ne? Ach ja, guckt euch die schöne Landschaft an. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ja gut. Ich weiß, viele Leute werden jetzt meckern. Oh, Krangus, der reist in Skyrim rum und benutzt die Schnellreisefunktion. Man soll doch alles entdecken in Skyrim, darum geht's doch. Ja, richtig, man soll alles entdecken, aber ich habe noch kein Pferd. Wir haben noch kein Pferd, logischerweise. Und deswegen entdecken gerne, aber nicht zu Fuß. Wenn, dann bitte mit Pferd. Eieiei. So, jetzt sind wir also wieder im Weißlauf und... Warum sind die Namen auf Englisch? Ich hab doch den Director's Cut, warum ist das Englisch? Wird an irgendeiner Mod liegen. Auf jeden Fall nicht an den Director's Cut, denn... Der sorgt ja eigentlich dafür, dass alles... Dass die Texturen und so weiter in Deutsch sind. Naja, schauen wir mal. Ganz schöne Bruchbude hier, ne? Sieht gar nicht so schön aus. Wo ist denn der Jarl? Hallo, Jarl. Seht ihr? Diese Begriffe Ach nee, eindeutig. Ihm muss ich das erbringen. Der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Ihr Heimlich seid wohl doch Feuer. Besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. So, was bekomme ich als Belohnung, guter Mann? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Ja, möchte ich hoffen. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als Delfin erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Ja. Nicht schlecht. Ganz alleine. Schickt mir einfach ein Exemplar. Was ist denn hier los? Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ich blute immer noch. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache. Ich soll auch kommen. Okay. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ein Drache wurde also vor Himmelsrand oder vor Weißlauf gesichtet. Und ich versuche. Ihr müsst das jetzt in den Kommentaren wirklich schreiben. Ich werde das jetzt erstmal so machen. Wenn die Dialoge sind, werde ich ruhig sein. Dann werde ich die Fresse halten. Ich habe das nämlich in den ersten Skyrim-Projekten erlebt, dass sich viele, viele Leute beschwert haben. Ey, wenn die Dialoge sind, halt doch bitte die Fresse. So nach dem Motto. Deswegen werde ich das jetzt auch tun. Genieß die Dialoge. Ich bin erstmal ruhig. Dann mal los. Ja gut. Jetzt quatschen sie nicht mehr. Aber ich finde es cool, dass das Blut kleben bleibt erstmal eine Weile. Das ist realistisch. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias... Halt die Klappe. Wachturm? Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt. Über den Drachen.
Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Also langsam wird's teuer, Freund. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Ich dachte schon. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich würde den Drachen nur zu gerne sehen. Ach, du bleibst hier. Es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ach, aber mich. Mich kann man verlieren. Ich bin nicht wichtig. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich hab doch nur Helgen überlebt. Bin der einzige Typ, der hier schon mal einen Drachen gesehen hat und damit Erfahrung hat, aber ja, lass ihn doch sterben. Der Zirkel ist eine kleine Gruppe der vertrauenswürdigsten und gestandensten Krieger aus den Reihen der Gefährten. Also die Gefährten sind die Kriegergilde in Skyrim. Wir werden uns nach diesem Kampf gegen den Drachen werden wir uns dann mit den Gefährten auseinandersetzen. Ich habe ja gesagt, wir haben da eine Quest noch am Laufen. Die möchte ich auch gern machen. Und dann kann mich die Hauptquest erstmal eine Weile lang am Arsch lecken. Wir werden die Hauptquest wirklich, wenn der Moment kommt, wo ich sage, gut, wir spielen jetzt, ab jetzt fangen wir an, Studio Hauptquest zu spielen, dann könnt ihr eigentlich sicher sein, dass das gleichzusetzen ist mit, so, jetzt lassen wir das Projekt langsam enden. Eventuell machen wir danach, nach der Hauptquest, dann noch ein paar Nebenquests, aber eigentlich ist die Hauptquest so angesetzt, dass ich mit der Hauptquest das Ende dieses Projektes einläute. Oder beziehungsweise des eigentlichen Skyrim-Hauptspiels. Danach spielen wir oder Let's Playen wir ja noch Skyrim Dawnguard, Skyrim Dragonborn und wir werden uns Hearthfire auch noch anschauen in ein bis zwei Parts. Also Hearthfire werden wir vielleicht sogar in einem Part schaffen. Oder vielleicht werden zwei, mal gucken. So. Achso, wir müssen uns da vorne erstmal vor dem Tor sammeln, bei den ganzen Wachen. Und dann brechen wir, denke ich mal, gemeinsam auf. Machen den Drachen kalt. Ihr Pfeifen wollt gegen den Drachen kämpfen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, mit seinen... Ich weiß nicht. Die Lage ist folgendermaßen. Mr. Zweihorn. Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Ein Drache? Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen, geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Ja, eigentlich ganz gut. Dieses Ding kämpfen? Nein, Huskarl. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und was sagt ihr? Oder er tötet uns. Drachen töten? Ja. Ganz genau. Ja! Drachen töten! Juhu! Du wortlistig! Vielleicht ich labere den Drachen einfach mit Manfeller Dialekt voll und dann stirbt er auch von ganz allein.
mache. Oh ja, ich hau dich weg, Junge. Solche schönen Sachen. Es gibt eine... Wer sich das mal antun will, den Mansfelder Dialekt. Es gibt eine Gruppe bei uns in der Gegend, die nennt sich Elsterglanz. Die haben auch schon einen Kinofilm gemacht. Und die kommen hier aus der Stadt bei uns. Und sollte man sich mal angucken. Die machen ein paar lustige Parodien. Also ich weiß, dass Wessis sich da weglachen, wenn man diesen Dialekt hört. Die lachen sich so kaputt über den Dialekt. Am besten ist dann, wenn diese Leute, diese Wessis. Nee, aber wenn Leute aus dem Westen diesen Ostdialekt nachmachen, diesen Mansfelder Dialekt, macht's nicht. Wir mögen das nicht so. Den Dialekt will doch keiner nachmachen. Das hört sich doch nicht schön an. Es ist, man kann sich drüber kaputt lachen, ja, okay, aber. Andererseits ist der Dialekt doch schon. Naja. Dialekte sind wichtig, glaube ich. Egal welche Dialekte jetzt. Ob sächsisch, ob. Was weiß ich was. Bayerisch. Bayerisch, ja, bayerisch. Ich glaube, nur bayerisch ist witziger. Da verstehst du nämlich nichts mehr. Das ist kein Deutsch. Das sagen selbst wir hier. Und wenn wir sagen, bayerisch ist kein Deutsch, dann wird schon stimmen. So, ich glaube, der Sammelpunkt, wenn ich mich recht erinnere, der Sammelpunkt ist hier irgendwo. Hier bei den. Genau, der ist hier. Mensch, wird das doch sogar angezeigt. Komm, wir warten mal. Zack. Kein Los. Drache weit und breit. Den hauen wir aber weg, wenn er kommt, den Guten. Ach, sieht doch nicht aus, als ob er... Entschuldigung, weil die Fresse halt. Was geschehen ist und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Ich habe, glaube ich, noch ein Mod, fällt mir gerade ein, Better Followers, also dass die Followers in Skyrim besser aussehen. Gibt es komischerweise tatsächlich nur für die weiblichen. Gibt es nicht für die männlichen Charaktere in Skyrim. Fragt mich nicht, warum. Hab ich nicht anordnen lassen. Hallo, hier ist ja noch einer. Der ist gerade herausgekommen, Nein, ne? Zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt. Ich gehe mal hoch. Habe ich vielleicht eine bessere Aussicht? Ich weiß nicht. So. Ich sehe keinen Drachen. Mm-mm. Wo ist denn der Drache? Hm, was ist denn das? Die Vögel heutzutage werden auch immer größer. Uah. Aber ich glaube, ich gehe ja erstmal runter und kämpfe dann unten gegen den Drachen weiter. So, das ist also tatsächlich unser erster Kampf gegen Drachen in Skyrim. Bei den letzten sind wir ja nur mehr oder weniger mal weggerannt. So, muss... Hallo, geh mal aus... Von hier wirst du ihn kaum treffen. Jetzt verpiss dich. Hau ab! Hau ab, sonst zieht dich mich hier raus. Ich kenne die Konsolenbefehle, verpiss dich. Warum spricht der Drache wie ein Russe? Zack! Erstmal eine vor die Mütze, dumme Sau! Hey. Der Kriegshammer ist eine recht gute Waffe. Muss ich schon. Au, 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 au. Der zieht gerade nicht mehr so viel, der Kriegshammer. So, warte, wir brauchen erstmal wieder einen kleinen Trank der Heilung. Och, mal nur Spielverderber. Zwei nicht verbessert, super. Hätte ich gar nicht den Heiltrank nehmen müssen. Ich hätte jetzt eigentlich so, naja. Chest of Ausdauer ist wichtig. Aber glaube ich noch gar nicht verbessert, ne? Zack. Kann ich da was machen? Ne, Barbar kann ich machen. Zwei Waffen bewirken 40% mehr Schaden. Super. Können wir gerade gut gebrauchen, würde ich meinen. Ach, nur wenn er so fliegt, scheiße. Hätte auch mit über den Hotkey. Es braucht viel zu lang, um den verblödeten Bogen zu ziehen. Komm mal her. Los, komm runter. Bei Fuß. Der blutet ein bisschen, würde ich sagen. Und nur so ein kleines bisschen.
Haut doch drauf auf den! Mann, ich kann nicht alles alleine machen! Hier abhaut! Warte. So, Hotkey. Zack! Und. Ich brauche noch. Ja, ich hätte den Hotkey nehmen können, ich würde mal. Komm weg! Wie einfach Brenner. Ipsala! Ich glaube, der ist tot. Wie er sich noch bewegt. Ach ja, das ist der erste Moment in Skyrim, wo man nun endlich mitbekommt. Also wo man jetzt merkt, man ist ein Drachenblut. Ich glaube, die anderen bekommen es jetzt auch irgendwie mit. Ist ja ganz unauffällig, dieser Prozess. So, und tatsächlich ist er tot. Unterschreiben, man kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Ach, jetzt kann ich den auch endlich. Ja, jetzt kann ich den endlich. Ruder! Abgeschlossen. Ach, das war optional. So, damit ihr mich hier jetzt nicht noch. Ach doch, die wollen mich doch bestimmt voll labern, ne? Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Wovon redet ihr? Noch nie davon gehört. In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ja, könnte man so beschreiben. Ich denke, ihr könntet recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ja! Ihr müsst ein Drachenblut sein. Ich kann schreien. Juhu. Wer weiß, wie alt unser Charakter ist. So um die 30, 40 und er kann endlich schreien. So, wir werden uns jetzt aber der Hauptquest tatsächlich abneigen. Wir werden jetzt sagen, Hauptquest, leck mich am Arsch. Normalerweise würde es jetzt so weitergehen. Ach nee, noch nicht. Wartet. Wir müssen noch hoch nach Weißlauf den Mjall davon berichten, dass wir ein Drachenblut sind. Denn, ja. Dann bekommen wir nämlich auch einen, weiß nicht, wie nennt man das? Huskarl? Ein Huskarl zugeteilt, also ein Diener. Und obwohl er wegen so einem Diener, ich meine, die gibt's auch woanders. Nee, deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Wir machen jetzt im Prinzip, was wir wollen. Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach ihr zu suchen. Mit wem hat er gerade gesprochen? Ja, was wollt ihr? Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Was habt denn ihr für Probleme? Was braucht ihr? Mensch. Die türkischen Händler sind wieder eine da. Frau, eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie stimmt, das sind Rotwadone. Ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Okay. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Warum sucht du diese Person? Das geht gute Frage. Ihr, wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay. Ich bin aber interessiert. Deswegen schaue ich mir das gleich mal an. Ach, Quatsch. Mann, was mache ich denn? Quests. Finde die Rotwadonin. Eine Gruppe, die sich selbst Aliek nennt, ist auf der Suche nach einer Rotwadonin. Finde die Rotwadonin. Ich würde meinen, der beste Ort. Ach, halt die Klappe. Ich habe einen Drachen getötet, ich weiß. Ich glaube, der beste Ort, um irgendwo was rauszufinden in der Stadt. Tatsächlich, da steht alles auf Englisch da, die Namen. Komisch. Nee, um irgendwo was rauszufinden, ist natürlich eine Kneipe, würde ich sagen. Es gibt keinen, der besser Bescheid weiß über was als Kneiper. Deswegen fragen wir auch einfach den Kneiper. Oder ja, den. Könnte auch eine Kneiperin sein, oder? Kommt herein. Ah, eine Kneiperin. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und, falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu haben? Ich brauche keine Arbeit. Ich habe genug Arbeit.
ich arbeite gerade sogar. Habt ihr was zu verkaufen? Ich suche nach Arbeit. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Die weiß nichts. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Hallo, Putzer. Was kann ich für euch tun? Rote genannt. Na, halt deine Fresse. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Ach, halt die Fresse. Ein guter Rat zu geben. Sicherheitslage im Maislauf ist auch nicht. Bist du was? Hallo. Musstet ihr das ein paar... Ah. Seid ihr sicher? Ja. Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ja, gut. Ich brauche eure Hilfe. Gut. Bitte kommt mit mir. Ich erinnere mich gerade wieder an die Quest. Schnell. Gut, das war ja die junge Frau. Ich habe zu viel... Mann, wie lange ist es ja, dass ich Skyrim gespielt habe? So lange schon, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Stimmt, das war ja die, die ist... Ich glaube, die ist irgendwie... Weiß ich nicht. Arbeitet die hier unter falschen Namen? Ich soll auf jeden Fall ganz unauffällig folgen. Ups, ich habe sie weggeschoben. Auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon vergangen. Also, zusammen? Hä? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Packt das Messer ein. Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. So, wer hat die größere Waffe? Ich schneide euch in Stücke. Ja, ja. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir, dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Okay. Vielleicht, was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikia, sind Assassinen im Dienst des Altmiri. Ach so, Assassin's Creed, das ist ja auch noch mit untergebracht, oder was? Eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Die hat Pech. Erstens war sie so frech, hat das Messer gezückt und hat mich ein bisschen geärgert. Und zweitens sind wir gerade am Anfang unserer Reise und da brauchen wir Geld. Also egal, was passiert, ich werde die verkaufen. Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Wie ich. Angeführt werden sie von einem Super. Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt... Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wie mich... Trauen könnte. Ah, okay. Sprich mit den Gefangenen, der Blabla, oder berichte den Alikri von Satya, von Blablablas Aufenthaltsort. Und genau das machen wir. Wir werden den berichten im nächsten Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Werden wir also ein bisschen Verräter spielen. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Geld dafür bekommen. Ja. Vielleicht können wir uns dann auch endlich ein Pferd kaufen. Ich kann euch die Pferd, die... Wie heißt die Mod? Ich schau mal nach. Die Conrad Horses Mod zeigen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich verabschiede mich in der wunderbaren Dunkelheit, in der wunderbaren, wunderbarer Abendhimmel ist es nicht gerade. Aber ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, euer Krangus.